Ja, Weidmann-Zeil an alle Zuschauer. Und heute möchten wir uns ein bisschen mit der Diskussion beschäftigen um die Elandjagd aus dem letzten Video. Und viele Kommentare und Fragen sind dazu eingegangen, besonders zur Kaliberwahl und auch zu der Herausforderung der Nachsuche, die daraus entstanden ist. Ne? Ich habe heute wieder den Experten Harro Erb hier im Videocall. Und der Harro ist Berufsjäger, Jagdführer in Namibia. Ja, also schon ein erfahrener Mann, auch wenn er jung aussieht. Der ist, so jung ist er gar nicht. Ja. Er ist dazu noch Tierarzt. Also er bringt eine unheimlich hohe Expertise mit, was die Untersuchung nachher von Organen angeht. Davon später aber mehr. Ja, und er ermöglicht uns halt wirklich mal auch einen tiefergehenden Einblick in die Schusswirkung und die Organanalyse zu geben. Hallo Harro, schön, dass du da bist. Hallo Carsten und hallo alle Jäger aus Namibia. Ja, du hast es ja schon mal angesprochen. Genau, wir gucken uns das alles nochmal im Detail an. Wir haben ja da viele Reaktionen drauf bekommen. Und ja, da wollen wir mal ein bisschen Rede und Antwort stellen und auch mal unsere Sichtweise darstellen. Und ich denke, dass wir da viel draus lernen können. Ja, ist ja auch ein bisschen Kritik gekommen. Aber lass uns doch mal einmal direkt in die Jagdsituation gehen. Ich meine, wer das Video noch nicht gesehen hat, kann es sich natürlich anschauen. Aber vielleicht erklären wir einfach noch mal die Jagdsituation. Ja, vielleicht schilderst du die aus der Sicht des Jagdführers und des Berufsjägers. Genau. Und vielleicht sage ich dann auch was aus meiner Sicht dazu, wie ich das gesehen habe. Erklär doch mal ganz kurz unseren Zuschauern, worum es überhaupt geht, was passiert ist. Genau, ja, also unsere Ausgangslage war ja letztendlich, wir wollten ja sehr gerne auf Eland jagen. Es ist ja hier immer keine Bestellung. Wir hatten ja die Tage auch immer mal welche gesehen, sind aber nie rangekommen. Und jetzt war es tatsächlich so, dass wir wirklich, klischeehaft, letzter Abend, nahezu letzte Minute, das Licht wurde wenig und die ganze Situation hat sich zugespitzt. Mhm. So, dass wie entscheiden muss. Es ist nun mal Yacht, es ist kein Heft, wo man durchblättert oder wo das einfach da steht, sondern wir hatten die ja dann gehört, noch im Licht, sehr, sehr früh und die kamen auf uns zugezogen. Wir sind denen noch ein bisschen entgegengekommen, um noch mehr Zeit zu sparen. Ja, und dann war es aber so, dass wir nicht viel Deckung hatten und da die so auf uns zugezogen sind, war der Winkel natürlich sehr spitz und die Chance, dass die sich breitstellen würden oder komplett breit, wurde immer geringer zu der Mal, die uns letztendlich auch spitz bekommen haben und sehen konnten. Und die sind sehr wachsam, die passen auf und das geht dann nicht lange gut und dann ist die Situation vorbei. Und dann wurden wir halt in diese Lage gedrängt, sag ich mal, wo man sich entscheiden muss. Macht man den Schuss, macht man den nicht? Die Voraussetzungen waren ja das Kaliber, Geschoss, der Schütze, alle Dinge, die da so zusammenkommen. Und da haben wir uns natürlich für den Schuss entschieden. Das war die letzte mögliche, der ist absolut machbar. Und wenn man dann im Video weiterguckt, sieht man ja, was dann passiert ist. Dann ist es ja nach dem Schuss erstmal, zeichnet der Eland sehr gut. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass man das in echt sieht man erstmal, er zeichnet, wirft sich rum und man denkt, ja, Schuss sah erstmal okay aus. Um schon ein bisschen das vorwegzusehen, war er ja aber nicht. Na, kommen wir ja gleich noch drauf, ne? Genau, da gehen wir noch genauer drauf ein. Genau, jetzt war es aber so, dann hat er sich herumgeworfen und dann kommen so diese, normalerweise, wenn der Schuss perfekt ist, 5 bis 10 Sekunden irgendwo, dann sieht man meistens, sie fangen an zu straucheln, das Stück will an Boden ran. Das kam da nicht, dann wurde einem schon klar, jetzt irgendwie ist da doch nicht ganz was Taco. Dann hat er gestrauchelt, das kann auch mal passieren. Wir haben, ich sage jetzt mal, viel Erfahrung mit Elands und allen möglichen, mit unseren Wildarten hier. Wenn der Schuss dann doch nicht so ganz ist, dann gehen die, wenn er erstmal anfängt, so strauchelt einfach, ne, sackt hinten ein, dann steht normalerweise das Ende unmittelbar bevor. Und dann haben wir ja gesagt, nee, schieß ruhig nochmal. Dann kam dazu, dass er wieder in den spitzer Winkel, aber halt spitz weg stand. Und ja, dann war der Schuss wiederum, sieht vielleicht für den einen oder anderen gut aus, dass der passend war, wieder was vorwegzunehmen, war er aber nicht. Naja, ja. Und dann sind sie weiter weggezogen, dann waren sie aus Schussentfernung. So, und dann haben wir ein bisschen Zeit vergehen lassen, haben Hilfe angefordert, dann wurde es natürlich dunkel bis dahin. Wir gehen aber,
ja sofort nach auf die Nachsuche, ja, ne? Dass wir möglichst das Stück kriegen. Wir wussten ja, dass der auf jeden Fall schwer getroffen ist. Das war ja schon offensichtlich. Ja. Und haben den Schweiß gefunden und haben, denke ich, auch eine sehr zügige, erfolgreiche Nachsuche mit Hilfe der Hunde natürlich machen können. Somit war das so schnell wie möglich wieder zu beenden. Und ja, die Analyse kommt ja jetzt dann noch im Detail im Prinzip, was genau der Fehler da war. Genau. Da gehen wir gleich mal im Detail noch drauf ein. Ja, jetzt geht es erstmal um die Situation der Jagd, die Jagdszene mal kurz darzustellen. Auch aus meiner Sicht, ne, ich meine, der Wunsch war da, ja, ein Eland zu erlegen, einen Bullen. Wir haben das die Woche probiert, nicht geschafft und so weiter. Und wie du das eben beschrieben hast, letzte Chance, letzte Licht. Ja. Und wir sind dann ja mehr oder weniger auf offener Flur, sind wir die Elands angepirscht. Und das ist ja auch für, ich sag mal, da kommen ja auch noch ganz andere Aspekte rein. Das ist eine Jagdsituation. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Jagdfieber hatte, natürlich, aber es war spannend, es war aufregend. Ja? Wir pirschen da auf die Eland auf freier Fläche ohne Deckung, bleiben dann an einem Baum stehen. Die Elands kommen auf uns zu. Ja? Ich sage ja auch, man hört das in dem Video nicht, vielleicht nicht so genau, aber ich sage dann, der steht noch nicht breit, der steht nicht breit. Ich will den ja breit schießen, kommt aber nicht. Und dann war der Baum im Weg, dann bin ich von links nach rechts und so weiter. Und man muss halt auch beachten, in dem Video, das ist ja auch teilweise ein bisschen geschnitten, ja, man hat eine ganz andere Perspektive als Zuschauer manchmal, als das wirklich als Jäger ist. Ja. Wir versuchen das ja immer sehr authentisch zu machen, dass der Zuschauer auch das Gefühl hat, er ist wirklich dabei. Und deswegen zeigen wir eben auch so Dinge, ja, auch so Dinge, wenn sie mal nicht so gut laufen. So ist Jagd und da verstecken wir uns eben auch nicht. Ich stelle mich auch gerne der Kritik, ja, wenn sie dann anständig ist und in berechtigter Form. Naja, auf jeden Fall, es war halt der Punkt dann, der Schuss oder die Situation war da. Dann hast du auch gesagt, so die springen jetzt gleich ab. Ja? Da entsteht natürlich so gesehen ein bisschen Druck. Klar kann man sagen, okay, ich schieße nicht. Ja? Aber in dem Moment war es ja so, dass ich mir persönlich einfach, man trifft eine Entscheidung als Jäger. Und man sagt ja nicht umsonst immer, jeder ist für seinen Schuss verantwortlich. Ich bin für diesen Schuss verantwortlich und ich habe für mich entschieden, das passt. Ja? Ich habe Erfahrung mit der Waffe, mit dem Kaliber, mit dem Geschoss haben wir Erfahrung gesammelt. Ich war mir sicher der Schussplatzierung. Ich wusste, wo ich hinschießen musste. Ja? Und letztlich war alles für mich auf grün, sodass ich gesagt habe, yo, passt. Und als ich geschossen habe, da bin ich ja auch der Meinung gewesen, ey, das war ein super Schuss, passt voll rein, Kugelschlag, genau rein, ja. So, und ich war auch im Verlauf des Videos. Und das ist das, was die Zuschauer oder viele eben nicht, die sich so auf das Kaliber jetzt versteift haben, das Kaliber ist falsch, ja, das haben die nicht verstanden, dass ich der Meinung war, der Schuss war gut. Aber, wie du es eben schon gesagt hast, der Schuss war, unterm Strich war er, ich sage jetzt mal ganz grob, Scheiße, ja. Er war, oder Scheiße im Sinne von, der Schuss war nicht gut. Ja, der Schuss war einfach nicht war da, nicht wo er hin sollte oder wo der hingemusst hätte. Ja. Ja. Und aber ich habe mir natürlich auch, man wünscht sich das ja in so einer Situation und sagt dann, ja, der Schuss war gut, aber das waren gut und wir sagen das ja auch. Das waren zwei super Schüsse. Ja. Nein, es waren zwei nicht super Schüsse. Das waren schlechte Schüsse. Nee. Ja, die Schüsse waren schlecht. Ja. Punkt aus. Das ist der Punkt. Ja, aber Haro, lass uns einmal kurz in das Video reinschauen. Ich möchte mal kurz die Videos einspielen, damit die Zuschauer auch sehen, wo sind die Schüsse. Und dann können wir ja, kannst du vielleicht auch mal was zu der Schussplatzierung sagen. Hier kommen die Videos. Also, das sieht man ja wiederum erst jetzt in der Zeitlupenaufnahme, beziehungsweise in der Videoaufnahme. Der ist deutlich zu tief und auch noch ein Stückchen weit links. Also, du kannst ja vielleicht mal dann einblenden nachher, wo der eigentlich hin soll. Genau, das machen wir jetzt mal hier. Schau mal hier, das ist das Bild, wo der Schuss reingeht. Und jetzt hast du mir mal den optimalen Treffer hier in diesem Foto gezeigt. Ja? Und jetzt siehst du hier an dem grünen Punkt, da hätte er hingemusst. Genau, so. Und da ist halt, wenn ich das so nochmal erklären kann, ich sage ja immer Mitte Wildkörper von der Höhe her. Das heißt, du gehst wirklich von der Oberkante nach unten, eine Linie Mitte, dann bist du schon mal sicher und dann im Grunde genommen immer zwischen die Vorderläufe. Und da bist du ja auch,
nur halt tief. Jetzt hat der Elend ja, wie man sieht, eine sehr, 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 sehr breite Brust. Und der hat unten da, wo der einschlägt, das ist eigentlich einer von zwei Stellen, die man tatsächlich nicht treffen will. Du hast entweder unten einen unheimlich tiefen, dicken Brustkorb. Da kommen wir ja nachher nochmal zu, wie viel Fett, Fleisch und auch Knochen da unten ist. Und wenn man das auf dem Bild, sieht man das sogar ein bisschen, wenn man die Unterkante von dem Brustkorb anschaut und die Unterkante von der Bauchlinie, dann sieht man, dass die wirklich deutlich tiefer ist. Also die Linie, das ist die Unterkante und bis die Kammer überhaupt anfängt. Somit ist der Schuss in Retrospekt, wenn man den sieht, den hatten wir ja den Moment nicht, weil wir waren ja live dabei, ist der schon direkt nicht ganz passend. Ja. In dem Moment siehst du den Aufschlag, der zeichnet, weil er hat ja einen Treffer, Masse wirklich gekriegt, die volle Energie da abgegeben und dann wirft er sich rum. Aber du müsstest auf Höhe von dem Träger in dieses Dunkle da rein, links von dem Lappen, also den Punkt, den du da eingeblendet hast, das ist da drumherum, hast du natürlich auch noch ein bisschen Spiel, da willst du rein in diesen sogenannten Sweet Spot, wo du möglichst wenig triffst. Der andere Punkt noch ganz schnell, wenn du auf der gleichen Richtung, wo du bist und man würde zu hoch, dann triffst du hier diesen Schulterknochen. So, und der ist beim Elend halt wirklich sehr, sehr massiv. Den willst du nicht treffen mit gar keinem Kaliber. Ja. Also wenn der so steht, will ich da auch noch nicht mal mit meiner 416 Rigby, wenn es nicht sein muss, draufschießen. Natürlich bricht er den Knochen, den bricht aber auch eine 308, aber der wird nicht die Energie ins Ziel bringen. Okay. Du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen auch angedeutet mit dem Brustkorb und so weiter. Ja. Da haben wir ja gleich auch noch ein Video zu. Und, Ja, man sieht es halt im Live. Ne? Du siehst wirklich schon im Leben lebendig, wie er da steht, dass die Linie von der Bauchdecke und vom Brust tiefer ist. Ja. Und das täuscht. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil der Analyse danach, ja, mit Videoaufnahmen, deswegen sind die so wertvoll, deswegen mache ich die zum Beispiel auch gerne in Zeitlupe, ja, also da haben wir schon extrem viel Erkenntnis rausgewonnen im Nachgang. Ja. Während der Jagd habe ich das, oder du wahrscheinlich auch, wir haben das ja anders wahrgenommen, wir haben gesagt, ey, bam, super Treffer, ey, das war ein Perfekt, der war genau drin, ja, aber wie sich rausgestellt hat, erstmal jetzt mit der Videoanalyse, eben nicht. Ja. So, und jetzt kommen wir aber auch noch dazu, du hast ja dann auch als Tierarzt noch die Organe untersucht und das Video schauen wir uns jetzt auch einmal an und dann kannst du da ja auch noch mal etwas zu sagen. Ja? Hier kommt das Video. So, okay. So, jetzt haben wir vom Elend hier, also hier sind die Lungen, die rechte Lunge und hier der Elend, ganz typisch für die haben unheimlich viel Herzfett. Hier sieht man, wo der Schuss rein ist. Also der hat doch Herz getroffen. Ich glaube, das Herz selber nicht, sondern den Herz ist quasi der übertriebenermaßen Herzbeutel. Das ist Fett. Ich werde jetzt hier mal durchschneiden. Dann siehst du, okay, da ist nur Fett. Nur Fett drin. Und dann finden wir hier drunter, da ist das Herz. Da ist das Herz selber. Siehst du, hier ist der Herzbeutel. Aha. Kannst du sehen. So. Und das Herz wird unversehrt sein, tatsächlich. Ja. Das hat nicht mal ein Spödler. Nee, kein Spödler, nichts abgekriegt. Weil der sitzt halt, siehst du, diese unheimlich große, die ist so groß wie meine Hand. Und das ist halt, genau das Problem mit dem. Der ist groß wie ein Scheunentor und trotzdem muss der Schuss präzise sein. Platz, wo sagt man das Herz sitzt? Die Lunge ist natürlich auch groß. Hat er denn die Lunge gar auch nichts abgekriegt? Nee, tatsächlich nicht. Die Lunge auch kein Splitter? Nee, die kommen nicht ran, weil das wird alles abgedeckt hier unten von dem Herzfett, ne? Weil der Schuss halt ein bisschen tief ist. Aber beide tief, du siehst hier dieses massive Hämatom. Das ist schon. Also unterm Herz getroffen sozusagen. Unter. Noch unter das Herz, du kannst ja nochmal zeigen hier an dem Bildkörper drüber. Guck mal hier, das ist meine Hand als Referenz. Ja, guck mal hier, meine Hand. Also so lang wie meine Hand ist, da fängt erst die Kammer an. Hier sieht man halt das Hämatom, ne? Schön tief und hier ist noch Platz nach oben, aber das wird halt wieder vom Schulterblatt verdeckt. Und wirklich richtig schwer. Und hier ist das Geschoss rein, ne? Ist er angekommen. Und wo ist das dann reingegangen? Kannst du das geht ja auch nach vorne. Das ist, glaube ich, hier irgendwo geendet. Jetzt müssen wir mal hier fühlen, ob ich hier das irgendwo finde. Oder doch tatsächlich noch unten in dem Herzfett irgendwo drin.
Das ist jetzt schwer zu sagen, weil der natürlich dahin zeigt, hat das denn da einen Ausschuss produziert? Nicht, nee. Ne? Also muss das Geschoss hier irgendwo sitzen. Geht auch nicht viel durch. Also irgendwo wird das Geschoss hier drin sein. Das war Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist gut. Ja, Haro, das Video hier, ich meine, okay. Hier sieht man ja ganz deutlich, was im Wildkörper passiert ist oder was eben nicht passiert ist. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist nämlich nichts passiert. Der Eland wiederum, die Wildart, hat unheimlich viel, das, was ich meine, dieses Herzfett, das unten die ganze Kammer quasi bettet, wenn man so will, oder das Herz ist da drin gebettet. Das heißt, du hast unten, wenn die Kammer anfängt, erstmal so ein Stückchen Fett drumherum, dann kommt das Herz und oben drüber die Lunge. Das macht es natürlich speziell. Somit ist es ist ein Kammertreffer, aber man könnte es auch als eine Art Hohlschuss definieren, weil der wirklich, also der Schaden ist da, die Energie ist da, das Hämatom ist da, aber nicht an der Stelle, wo es sein soll. Also das Herz ist einfach nicht getroffen. Und das ist im Prinzip die Quintessenz, dass egal mit welchem Kaliber, vor allem natürlich, wenn du mit, ich sag jetzt mal, selbst eine 300er oder sowas, was viele gefordert haben, oder ein anderes Geschoss in dem Falle, mit exaktem Schuss wäre der Kanal genau da verlaufen und da hilft er dir tatsächlich überhaupt nicht. Das Geschoss ist, das sagen wir in dem Video nicht, aber der Kern, wir haben den zwar nicht gefunden, aber der ist geradeaus weiter bis in Pansen rein. Also der hat wirklich eine super Tiefenwirkung gehabt, da kann man eigentlich gar nichts sagen. Aber er war nicht da, wo er hin soll. Aus welchem Grund jetzt auch immer. Ne? Das passiert nun mal. Da hätte dir jetzt die häufig angesprochenen Reserven tatsächlich nicht viel gebracht, weil der ist einfach nicht da. Also selbst, ich sage jetzt mal, wo eine Grenze sicherlich kommen würde, ist jetzt, sag mal, sowas wie eine 375 oder so, Holland-Holland-Magnum, ja, die würde sicherlich noch mehr Schaden da machen. Ich bin mir trotzdem sehr, sehr sicher, dass der mit dem gleichen Schuss auch noch einen zweiten Schuss mindestens gebraucht hätte. Und dann ist wieder, es ist eine Ansammlung an klein hätte es, wäre es, wenn es gewesen. Zum Beispiel der zweite Schuss, der ist ja wieder spitz von hinten. Und da gab es zum Beispiel einen Kommentar, wo jemand gesagt hatte, dass man ganz deutlich sehen würde, wie das Geschoss abprallt. Das stimmt so definitiv nicht. Das ist ein Messingjachtgeschoss, der macht diese Splitter, die in so einem 90-Grad-Winkel abprallen. Und da ist tatsächlich ein Splitter ist rausgeflogen. Also der ist rein und nach etwa 10 cm kam der seitlich wieder raus. Das ist das, was man so sieht und auch den Staub, den man ausspritzt. Der Kern oder der Hauptteil des Geschosses ist rein, ist aber wirklich entgegengesetzt quasi fast von dem anderen Geschoss. Von dem ersten Schuss. Zudem ist auch der zweite genauso zu tief. Der ist wieder unterhalb. Das wirkt vielleicht besser. Zudem ist er noch, da ist auch ein bisschen mein Fehler dran. Ich sage ja auch noch Falte. Du bist ja auch nicht in der Falte, sondern ein bisschen weiter hinten. Das ist ja auch richtig. Du hättest aber noch weiter hinten gekonnt. Und wenn du jetzt das Bild nochmal einspielst, das wäre der bessere Haltepunkt gewesen oder der Treffer. Ideal, damit der durch die Kammer marschiert und auch im Zweifel höher, damit man die Lungen tankiert. Weil nach unten hin ist halt nichts. Nach unten hinten ist Pansen und nach oben ist Lunge. Deswegen ist sicherer die Lunge. Ja. Jetzt muss man die Jagdsituation auch wieder berücksichtigen. Ja? Ich meine, wir genau. Geschossen. So, bam. So, ich suche den, nehme den Ziel. Und du sagst erstmal, der strauchelt, der geht runter. Und wir denken, ja, und ich denke auch so, bist du sicher? Ja. Und dann, gib ihm noch einen. Ja. Und dann musst du erstmal richtig stehen. Ja. Und ich bin auch immer gut drauf. Ja. Und dann irgendwann, ich meine, ey, da muss man in der Situation auch erstmal begreifen, wie weit er jetzt weg ist, ja, wie viel Meter. Normalerweise musst du ja messen, um genau den Haltepunkt zu haben. Okay, jetzt war es ein rasantes Geschoss mit 900, ich glaube 65 Meter, das bleifreie, das ist sehr rasant. Aber es waren schon, wie viel Meter waren es? 240, 30, 50? Wir wissen es gar nicht genau, ne? Ja, nicht genau, aber es wird so in der Richtung sein. Man sieht das alleine am Video, wenn du siehst, das ist jedes Mal auf voller Vergrößerung. Guck mal, wie klein die Elands geworden sind. So, und auch die fällt da schon ein paar Zentimeter. Also selbst wenn die auf 200 eingeschossen ist, kommt die noch mal ein Stück runter. Ja, die kommt aber runter. So, jetzt sagt man, jetzt ist das für jemanden, der zuschaut, ist das einfach, das zu urteilen. Ja, in der Situation, das ist hochanspruchsvoll, das alles auf dem Sender zu haben. Weißt du, du gehst beim ersten Schuss davon aus, der ist perfekt, der liegt gleich, der geht gleich runter, der ist schon im Grunde auf dem Weg runter zu gehen, dann geht er doch weiter, dann steht er hinter dem, dann muss ich den richtigen finden. Ja. Also das war eine echt hochanspruchsvolle. Dann die Entfernung, da musst du erstmal in dem Moment den klaren Kopf behalten und sagen, ey, der ist jetzt aber 2, 30, 40, 50, halt mal schön 10 Zentimeter höher. Ja. Also das ist schon...
nicht so einfach. So, ja. Da sind wir wieder bei den Wenns. Jetzt wärst du Wenns bei einem schweren Kaliber mit irgendwie 250 oder 300 Grain. Dann geht das Ding so, noch weiter runter. Hätte ich den unten angeritzt. Ja? Hätte ich den unten angeritzt, wenn du das nicht bedenkst. Hätte ich jetzt keinen Blei frei gehabt, wäre der Schuss noch tiefer gegangen. Ja? Wäre noch schlimmer gewesen, sozusagen. Das sind unheimlich viele kleine Aspekte, die zusammenkommen. Da kann man wieder sagen, hätte der sich so wie die anderen, einer von den anderen, komplett breitgestellt, wäre das mit Sicherheit nochmal eine andere Situation gewesen. Ja. Hätte man voll aufs Blatt gehalten. So musste man so diesen spitzen Winkel da suchen. Und es war einfach anspruchsvoll und es ist tatsächlich menschlich. Es ist nicht gewollt. Man will das Beste aus der Situation machen. Und das ist halt... ja, tatsächlich dem Menschen letztendlich geschuldet, wenn du so willst. Und ohne, dass wir jetzt da materielle Sachen verteidigen wollen, ja, aber tatsächlich der große Hass, den die 308er Du hast das sehr, sehr nett ausgedrückt jetzt. Ja, also ja. Man muss das einfach so sagen. Und ich meine, ich bin selbstkritisch genug. Ja, also die Schüsse waren nicht gut. Ja, oder ich sage mal nicht gut genug, ganz offen. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Die Schüsse waren nicht so tödlich und damit waren die Schüsse schlecht. Und die habe ich alleine zu verursachen. Ja. Ja, also kein Jagdführer oder kein Kaliber, ja, sondern einfach ich als Schütze. Ich habe etwas falsch gemacht. Das ist ganz offensichtlich. Ja. Und, es ist ja trotzdem, ja. Insofern, lass uns einmal nur mal ganz kurz noch mal diese Diskussion um die Kaliberwahl aufgreifen. Ja. Es ist ja so, dass viele eben gesagt haben, ey, 308, voll das falsche Kaliber und teilweise auch recht, ich sag mal, aggressiv. Ein paar Beleidigungen waren auch wieder dabei. Da muss ich sagen, sorry, aber beleidigen muss man mich nicht auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Das sind aus meiner Sicht Hater und Hater werden schlicht und ergreifend gelöscht, ob das Jagdgegner sind oder Jäger, das ist mir völlig egal. Ja? Sorry, wenn das so direkt ist an alle, aber Kritik ist super. Ja? Und ich meine, wir kritisieren uns wirklich selber massiv. Und wenn man mal genau hinschaut, und du weißt es, du warst dabei in dem Video, ich war fix und fertig. Ja? Also das hat mich echt mitgenommen, dass der Eland eben nicht sofort lag. Und das war also für mich echt, also ich war ja teilweise sprachlos, weil ich so fix und fertig war mit den Nerven. Lass uns mal einmal ganz kurz oder aus deiner Sicht noch einmal, du hast das ja schon angesprochen, da haben jetzt viele gesagt, 308 geht gar nicht und wie kann man nur und wie kannst du auch als Jagdführer, wir haben also eine 308, du hast das Brustbein gezeigt, wie dick das ist, so viel bei dem Eland. Ja. Also das Geschoss ist da durch, also Tiefenwirkung, es ist alles tippitoppi. Ja, viele wollen dann die 300 Winmark oder 375 Holland oder einfach ein Mehr. Ja? Zum Thema Schussplatzierung, was ich bemängel an den Kommentaren. Ja. Wie gesagt, Kritik super, auch immer gerne, überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber ich habe ein Problem damit, wenn Leute emotional kritisieren und eben aus meiner Sicht ganz offensichtlich ist, dass da ein Verständnis fehlt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Denn keiner von diesen ein bisschen Hate-Kommentaren hat auch nur im Ansatz die Schussplatzierung in Frage gestellt. Und das, denke ich persönlich, ist der zentrale Punkt. Wie siehst du das? Ja, also auf jeden Fall. Also das sehe ich tatsächlich genauso. Ich fand es ein klein bisschen erschreckend, wie du sagst, dass da eigentlich überhaupt nicht auf die Platzierung eingegangen wurde. Im Gegenteil, wurde sogar gesagt, das waren zwei super Treffer, waren es nicht. Ja. Also kann man ja erzählen, was man will. Wenn das Herz und Lunge nicht getroffen ist, dann war der Schuss wohl nicht gut. Hätte eigentlich ein erfahrener Jäger, der Verstand Erfahrung und Expertise besitzt, erkennen müssen, so gesehen. So ist es. Und vor allen Dingen, weil das nicht, es war ja kein massiver Knochentreffer, dass man jetzt sagen kann, das Geschoss war abgelenkt oder sonst irgendwas. Was erfahrungsbedingt kurz an der Seite wirklich auch mit sehr, sehr schweren Kalibern passiert. Also 8x68, 416 Rigby habe ich selber schon erlebt, dass die tatsächlich im Wildkörper abgelenkt wurden von schweren Knochen. So, die will man nicht treffen mit gar keinem Kaliber. Und das ist es einfach so, das muss man sich ja so sagen. Es gibt Leute, die können mit großen Kalibern sehr gut umgehen. Das ist auch eine wunderbare Sache. Dann ist das wirklich klasse. Es ist aber so eine sogenannte, um einen englischen Begriff zu nennen, diese Shootability. Also es ist einfach so, dass sich eine 308 deutlich angenehmer schießt als eine 300 Winmark.
mit den gleichen Verhältnissen. Natürlich kommt eine 3-Nord Windmark mit Schalldämpfer und schwere Waffe auch in die Nähe, das ist ja dann auch gut. Aber es ist halt häufig so, dass dann die Schussplatzierungen tendenziell noch schlechter sind. Und ein schlechter Schuss mit einer großkalibrigen Büchse oder mit einem großen Kaliber oder einer schweren Patrone helfen dir da tatsächlich auch nicht wirklich viel weiter. Also kann ich wirklich erfahrungsbedingt sagen, wir schießen selber sehr, sehr viel mit den auch sehr beliebten 6,5ern, die 6,5 Creedmoor, 55 und was es noch alles gibt, mit Erfolg, also mit den gleichen Fluchten. Es gab einen Kommentar, um den nochmal zu sagen, in englischer Sprache, der hat das tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht, und zwar, dass afrikanisches Wild oft mit 6,5ern geschossen wurde und dass sie dann festgestellt haben, ja, die laufen noch ein Stück und dann fallen sie um, also ist das Kaliber schuld, also haben sie mit größeren Kalibern drauf geschossen und haben mit dem Ergebnis, sind genauso weit gelaufen. Ja. Und das kann ich genauso unterstreichen. Also wir haben aktuell, also bin gerade dabei mit einem Jäger, mit einer 338 Blaser Magnum, super Kaliber, super Sache, wir haben auf Eland gejagt, auf Oryx erfolgreich und trotzdem mit guten Schüssen sind die Stücke weit gegangen. Die gehen einfach. Also das ist halt einfach so. Trotzdem muss die Platzierung sitzen. Und da ist es einfach so, dass es wichtig ist, dass der genau platziert ist. Das war er in unserem Fall da leider nicht. Und der wäre auch mit einer 9,3, mit einer 3,75, hättest du dem garantiert noch einen zweiten Schuss antragen müssen. Und was von da aus kommt, ist wieder Spekulation, wie es ausgegangen wäre. Ja. Genau, ja, also ich sag mal, um so ein bisschen sich über die Jagdsituation zu reflektieren und auch die Schussentscheidung. Klar, haben wir viel darüber selbst nachgedacht. Liegt es am Geschoss? Liegt es am Kaliber? Hätte man den Schuss auf nicht machen sollen? Hätte man ihn nicht machen sollen? Ja, also ich würde, ja? Ganz frisch in dem Moment, weißt du ja selber, als wir da waren, als wir hinterhergelaufen sind und auch noch bevor wir den aufgebrochen haben, haben wir uns beide wirklich an den Kopf gefasst und gesagt, ob das tatsächlich alles so richtig war, und haben auch, möchte ich jetzt mal behaupten, ehrlicherweise auch gedacht, ob das jetzt die 308 war oder das Geschoss. Und dann kannst wir haben alles in Frage gestellt, ne? Ja. Wir haben alles in Frage gestellt und dann haben wir aber durch die Analyse letztendlich uns wirklich eine gute Meinung bilden können und nochmal Erfahrung daraus sammeln können und einfach sagen können, ja, das war's. Nummer eins Faktor, Platzierung. Ja. Absolute Nummer eins Fehler. Dann kommt ganz lange nichts und dann wäre eventuell, ja, Geschoss, Wirkung, anderes Kaliber, anderes Geschoss, mehr Splitter, mehr Tiefenwirkung kannst du nicht haben, das Loch war da. Aus dem Kaliber nicht mehr rauszuholen, auch irgendeinem 30er Kaliber dich. Also wenn, dann würde ich sagen, irgendwas ab 9.364, 3.75 aufwärts vielleicht. Ja. Aber auch da, das ist nicht so. Also wenn man mal jetzt nochmal reflektiert, also Jagdsituation, Schussentscheidung, würde ich den Schuss nochmal machen? In der Situation, ich würde ihn definitiv nochmal machen. Ja? Also so, ich würde ihn auch mit dem Kaliber und dem Geschoss machen. Ich würde den Schuss einfach woanders hinsetzen. Ich würde einfach alles daran setzen, den Schuss dahin zu bringen, wo er hingehört. Ja? Genau. Und das muss ich auch mit einem 300er Kaliber, 300 Windmark, 375, 9,3, was auch immer. Wenn der Schuss 100% nicht da sitzt, wo er hin muss, dann wird es problematisch. Ja? Also das ist so meine Erkenntnis daraus. Ja. Ja? Die 308 als Kaliber, ich habe die jetzt ja auch erstmal wieder, jetzt, ich will nicht sagen für mich wiederentdeckt, aber früher hatte ich die. Ich habe also sehr viel Erfahrung damit, dann aber viele Jahre nicht, weil ich ganz viele andere Kaliber eben gejagt habe und geschossen habe. Aber also aus meiner Sicht, vielleicht siehst du es anders, hat die 308 durchaus ihre Berechtigung, ja, auch für afrikanisches Wild. Denn Trefferplatzierung ist alles. Und ich meine, wir haben mit einer 6,5, ich habe jetzt jahrelang bei deinem Bruder Eland gejagt mit der 6,5. Ja? Also, was sagt machen man wir, da? Was, machen wir was selber das? Ja auch. Genau. Genau. Es ist ja auch so, dass auch von dem gesetzlichen Punkt hier, dass die Mindestenergie hier am Lauf für die Wildarten bis Eland 2700 Joule verlangen. Und das haben wir allemal. Also das ist auch nicht so, als ob wir da irgendwas rauskitzeln wollen. Trotzdem ist es sicherlich so, klar, wenn jemand sagt, er will speziell Eland gehen, ist es das
Ist es das Elan-Kaliber, sage ich jetzt mal? Dann würde ich sagen, nein, das ist es nicht. Sorry, wenn ich unterbreche, es geht ja auch nicht darum, die 308 zu verteidigen oder das Geschoss zu verteidigen. Nein. Darum geht es mir bei der, ich sag mal, Reflexion der Kritik auch überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, wirklich fundierte Kenntnisse daraus zu gewinnen, aus der Sache. Genau. Also du kannst nicht einfach sagen, wie kann man nur? Also diese Begründung, wenn man jetzt sagen würde, wie kannst du nur mit einer 308 auf den Elan schießen, das ist Quatsch, sag ich einfach mal. Es ist so, es gibt Situationen, natürlich muss man, du musst eigentlich auch nicht mehr aufpassen, du musst genauso aufpassen, das ist ja, was wir sagen wollen. Wenn du aus dem spitzen Winkel schießt und dann kommt ja diese Situation. Letzter Tag, letzte Chance, wir wollen unbedingt ein Elan haben. Da steht er, auf offener Flur, schräg von vorne. Schuss ist machbar, wie du sagst, alles auf grün. Ich habe dir das zugetraut, dem Kaliber zugetraut. Das Einzige, was hätte schief gehen können, war die Platzierung und die ist schief gegangen. Ja, genau. So. Ja. Und, und somit müssen wir das leider so anerkennen. So war es jetzt nun mal. Und ich glaube, wenn man ehrlich mit sich selber ist und alle, die hier auch gesagt haben und gejagt haben in Afrika, du bist eine begrenzte Zeit hier, du hast nur dieses Zeitfenster und wirklich, jetzt kommt es auf letzter Minute. Lässt du den Finger gerade oder nicht? Ja. Wurde ja auch oft gefordert. Da würde man nicht schießen, muss warten, bis der breit ist. Hätte man machen können, Hätte man, habe ich aber anders entschieden. Hätte man machen können. Ja, und ich denke, nachvollziehbar. Genau. Ich meine, in Deutschland ist das nicht anders. Hier hast du auch, nicht den Druck. Ich meine, im Zweifel, klar, lässt man den Finger gerade, das ist ja selbstverständlich, aber man lässt den Finger auch irgendwann mal nicht gerade. Irgendwann schießt man auch mal und dann ist man immer in dem Moment der Gefahr ausgesetzt, dass irgendwas schief geht. Also so gesehen kannst du im Nachgang, ist immer ganz schlau zu sagen, hättest du mal den Finger gerade gelassen. Ja, weiß ich selber. In dem Fall, stimmt. Ja, super, weiß ich. Hätte ich nicht schießen sollen. Würden wir jetzt auch sagen. Aber das ist ja genau das. Hätte, wäre, wenn, hätte Hund nicht geschissen. Ne? Wissen wir ja alle. Und ist halt so. Also vielleicht hätten sie sich doch noch mal breit gedreht. Wer weiß, wären abgehauen, wären noch mal 50 Meter weiter. Vielleicht hätte er noch mal verhofft. Ja. Vielleicht hätten sie auch Vollgas gegeben, wären ganz weg. Hätte man sich auch geärgert. Natürlich ist der Ärger über einen misslungenen Schuss ein bisschen größer, als wenn es weg ist. Das ist so. Ich durchlebe das gerade wieder. Ich bin letztlich einfach nur erleichtert, dass wir den zur Strecke gebracht haben. Ja, natürlich. Und zügig. Bitte? Und halt zum zügig auch. Also die Frage kommt ja vielleicht auch nochmal auf, ganz kurz, warum man sofort Hintergehende den nicht krank werden lässt. Also wir haben ihn krank werden lassen, was für hier üblich ist. Also eine Stunde ist mit Sicherheit vergangen, bis wir da die Nachsuche begonnen haben. Mhm. Aber in Eland, wenn da ein paar hundert Kilo bei unseren, um die Jahreszeit waren es schon gut, also nachts über 20 Grad immer noch, da ist er verhitzt. Und es geht uns letztendlich auch immer noch ums Fleisch und das schnellstmöglich zu bergen. Und mit den Hunden haben wir da eine super Option, das schnell und effektiv zu machen. Ja. Und somit wird das auf ein Minimum gehalten, das Tierleid, das man absolut nicht verursachen möchte. Ja, genau. Ja, und das haben natürlich dann auch manche Leute und Tierleid vermeiden. Ja, das ist, glaub mir, ich nehme das nicht leichtfertig. Und das ist nicht so, dass wir nur, weil wir jetzt das 308-Kaliber da benutzt haben, da leichtfertig sind. Das ist, wie du eben auch gesagt hast, das ist der größte Quatsch. Sorry, wenn ich das den Leuten dann jetzt so mitteile. Ja, aber also zusammengefasst kann man sagen, ich meine, die Jagd besteht nicht nur aus Kalibergrößen und Energiezahlen, sondern entscheidend ist immer das Zusammenspiel von, ich sag mal, Erfahrung, fundierter Schussplatzierung insbesondere und eben auch dem Verständnis von der Jagdsituation insgesamt. Absolut. Ja. Und wer bei der Jagd wirklich vorankommen will, der muss sich auch ständig anpassen und dazulernen. Und ich denke, das haben wir in dem Fall getan. Leider ist es so, dass man meistens aus den Dingen lernt, wenn sie nicht gut laufen. Wenn alles tippitoppi ist, alles super. Aber das ist natürlich gerade eine Sache, wo ich extrem viel gelernt habe, muss ich sagen. Das ist so mein Fazit aus der Sache. Ne? Genau. Noch ein hätte, wäre, wenn, wäre der Schuss da gewesen mit der 308. Und der Elend hätte seine Flucht von 20, 30, 40 Metern gemacht, wäre hingelegen, hätte keiner was gesagt, hätte keiner was bemängelt. Ja. Aber wir haben es ja bewusst, man könnte ja genauso gut sagen, das ist ja ehrlich genug, das Video genauso zu zeigen. Ich bin mir sicher, du hättest alle Mittel dazu, das Video so zu drehen. Klar. Dass man sagen würde, ein Schuss super gezeichnet, weg, Kamera ausgegangen oder was weiß ich was. Da liegt da super, alles bla bla. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Es ist nun mal Jagd, das ist keine perfekte
Wir versuchen ja immer, wir jagen die Perfektion natürlich immer, ja. Aber es ist einfach keine perfekte Wissenschaft, das Jagen selber. Ja, der Videoschnitt macht es möglich. Ja? Da hast du alle Möglichkeiten, Sachen so oder so darzustellen. In dem Fall, wie du sagst, wollten wir es sehr ehrlich, authentisch darstellen. Warum auch nicht? Also ich kann mich so einer Sache gut stellen. Einer hat noch gesagt, wie kannst du das machen? Warum nicht? Ja, weil ich finde, das ist einfach nur ehrlich, sich auch mit sowas auseinanderzusetzen. Nicht nur ehrlich, es ist wichtig, das zu machen. Ja? Und warum sollen wir das nicht zeigen? Für mich ist immer wichtig, dass es so auf bei einem respektvollen Austausch bleibt. Ja, manchmal finde ich es schade, wie Leute, wie aggressiv und auch ein bisschen beleidigend. Gut, auch wenn manche meinen, ich bin da nicht kritikresistent. Ich will jetzt nicht zu krass werden, aber manche Sachen gehen mir tatsächlich am Arsch vorbei. Ja, und um das mal so auszudrücken. Aber man muss einfach im Austausch bleiben und dazulernen wollen. Und das ist das, was wir machen. Wir sind nun mal Jäger und da wird geschossen. Man lernt aus den Fehlern. Es sind Fehler passiert. Und wir wollen die nur ein bisschen klarer stellen oder haben sie hoffentlich für den einen oder anderen ein bisschen besser, der ein bisschen mehr was daraus auch aus unseren Erfahrungen lernt. Das ist ja das Schöne, dass man das teilen kann, dass man eigentlich sagt, für den Nächsten, der das macht, entweder, dass das anders macht, dass man auf gewisse Sachen achtet. Ne? Und die Wildart Eland ist natürlich speziell mit den anatomischen Gegebenheiten da auch nochmal und so. Aber ja, das Thema ist, es ist Gesprächsstoff du kannst dich stundenlang unterhalten. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder viel länger gesprochen, als wir ursprünglich geplant hatten. Wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Video, einen kurzen Talk. Ja. Aber okay, so ist das halt auch. Dass manchmal ergeben sich die Dinge eben so. Haro, ich würde sagen, für heute haben wir super viel gesprochen. Machen wir Schluss für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diskutieren und das nochmal so ein bisschen zu erörtern auch. Ja, und ich schätze da auch ganz besonders deine Erfahrung im Jagdbereich und du bist du bist Berufsjäger, du hast das von Kindesbeinen an gelernt. Und das ist unfassbar, was ich persönlich auch immer bei euch in Namibia lerne, bei deinem Bruder und eben auch jetzt bei dir. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Wir haben ja im Grunde schon geplant, dass wir wieder los tigern demnächst, irgendwie, ist jetzt noch ein bisschen hin, aber wir gucken, wann wir dann einen Zeitpunkt finden, wann es passt für uns beide, und dann freue ich mich, dass wir dann wieder neue spannende Jagdabenteuer erleben. Ne? Es geht immer weiter, man kann nie auslernen und in dem Sinne, würde ich sagen, Weidmannsheil. Weidmannsheil, Haro. Weidmannsheil, ciao.